Willkommen zurück zum Videoguide von Legend of Grimrock 2. Wir sind in einem neuen Gebiet angekommen, das noch völlig jungfräulich auf uns wartet und würden uns jetzt hier austoben. Dazu bereiten wir immer jedes Mal, sobald wir dazu kommen, die Zaubersprüche vor und kämpfen uns gleichzeitig durch die Besonderheiten. Denn hier zum Beispiel erwartet uns der Brief, in dem steht, wenn wir zu sehr frustriert sein, sollen wir doch vielleicht überlegen, in ein anderes Gebiet uns aufzumachen, falls uns die Rätsel zu schwer sind und ähnliches. Wir werden hier ein wenig verhöhnt, denn die Rätsel hier sind nicht so schwer. Ich habe hier eine Fackel liegen lassen, sehe ich gerade. Wir können noch ein paar Steine aufnehmen, aber von denen haben wir genug. Die Steine liegen hier aus einem bestimmten Grund, denn die brauchen wir für das nächste Rätsel, das uns hier um die Ecke erwarten würde. Und zwar hätten wir dieses Gatter vor uns, für das wir aber keinen Mechanismus finden. Stattdessen haben wir diesen schnellen Teleport. So schnell können wir gar nicht rennen, um da durchzukommen. Wir bekommen aber einen Hinweis, wie wir das Rätsel lösen könnten, indem wir hier mit der Statue reden, die nichts anderes sagt, als wir sollen uns nicht von Steinen erschlagen lassen. Was hier gefragt ist, ist ein gutes Timing. Ich werde es vermutlich beim ersten Mal nicht hinbekommen, aber wir können es ja trotzdem mal versuchen. Nee, ich habe mich selber getroffen. Nämlich nachfolgendes passiert, wenn ich einen Stein werfe, wird er je nachdem vom Teleport erwischt und fliegt mit voller Gewalt gegen meine Rückseite. Das heißt, ich schlafe jetzt nochmal, nicht dass der hier stirbt, und versuche es gleich nochmal. Das war ebenfalls nicht korrekt. Und das Ziel ist eigentlich, ich bin jetzt unsicher, ich glaube, wenn es relativ früh beginnt, dann funktioniert es noch. So wie jetzt. Ihr habt es am Geräusch gehört. Das Gatter hier hat sich geöffnet und ich kann endlich weiterziehen. Das heißt, ich könnte jetzt hier die Steine wieder an mich nehmen, wenn ich denn das möchte. Aber davon habe ich ja, wie gesagt, genug. Stattdessen möchte ich lieber hier weiterziehen. Und je nachdem, welcher Gegner jetzt kommt, habe ich den falschen Zauber ausgerüstet. Aber das werden wir gleich sehen. Wir könnten auch den hier von dem Gestrüpp befreien. Das passiert nur wenig. Auch hier. Oh, jetzt, ich glaube, ich habe den falschen Zauber. Sieht er mich? Hört er mich? Kommen sie? Sie kommen nicht. Sehr schön, dann kann ich noch hier nach hinten noch das Kraut an mich nehmen und mit dem hier reden. Der sagt nichts anderes als, hier seien schon Generationen vorbeigekommen und nur er und sie hatten Geduld, den Weg auch bis zum Ende zu beschreiten. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig hier, denn genau, die hier sehe ich ohne. Und ich treffe wieder mal gar nichts. Oh, schön. Überlebt. Wir flüchten. Wir können nicht weit flüchten. Vielleicht überlebe ich es. Ich könnte einen Zaubertrank trinken, aber das wurde schon fast verschwendet. So, jetzt flüchten wir aber. Gehen wir hier nach hinten. Zuerst schlafen, dann aufleveln. Die Mücken sind nicht ohne. Hier könnte ich jetzt den letzten Punkt in schwere Waffen setzen. Damit hätte ich später die Möglichkeit, jetzt habe ich ja noch keine, eine Zweihandwaffe einhändig zu führen, was ich jetzt auch machen würde. Denn gleichzeitig erhöht es ja meinen Schaden. Im Moment würde ich Schaden machen 25 bis 66. Und jetzt mache ich 27 bis 72. Da kommen schon die nächsten Mücken. Na, wer will zuerst? Der hat noch nicht. Wir sehen es. Nahkampfwaffen sind wirklich hier nicht das Salz in der Suppe.
Hier noch kurz durchschlagen. Damit ist... Jetzt muss ich ein bisschen ranzoomen, damit wir das besser sehen. Damit ist der Weg hier hinten frei. Da wird es einen Pilz geben. Den wollen wir auch noch mitnehmen. Schnell ins Level-Up noch investieren. Und weil du eh Hunger hast, kannst du auch gleich was essen. Du bekommst einen Punkt in... Jetzt muss ich überlegen. Soll ich dir es in Feuer geben? Oder in Luft? Ich gebe ihn in Konzentration jetzt gerade mal. Später würde ich es noch umändern. Wobei, für den nächsten Kampf würde eigentlich Feuer sich auch aufdrängen. Nehmen wir Feuer. Denn hier wird sich langsam aufdrängen. Jetzt Massen an Gebüsch, das aber selten was verbirgt. Hier hinten müsste doch eigentlich... Ich habe es in Erinnerung gehabt, dass hier was gewesen wäre. Wir können uns an das Gebiet hier von mehreren Seiten nähern. Ich mache es jetzt von der hier. Aufzupassen ist, dass wir die immer im Blickfeld haben. Diese Frösche sind gar nicht ohne. Die haben eine Besonderheit. Vielleicht werden wir sie schon bald sehen. Ja, das ist eine der Besonderheiten. Nicht nur können sie wild herumhüpfen. Nee, es ist noch viel schlimmer. Ich muss einfach aufpassen, dass er mich nicht frontal erwischt. Und ausgewichen. Sehr schön. Und wieder ausgewichen. Na komm. Stirb! Upsala. Du hast Lebenspunkte ohne Ende. Das gibt's ja gar nicht. Sehr schön. Geschafft, ohne das auszulösen, was ich befürchtet habe. Ich kann ja später was dazu erzählen. Machen wir zuerst noch den letzten Punkt in leichte Waffen. Bei 5 Punkten bedeutet das, ich kann jegliche Waffen zweihändig führen. Nee, Quatsch. Ich kann jede einhändige Waffe jeweils führen, die leicht ist, und damit links und rechts zuschlagen. Und der weitere Vorteil ist ja 20% mehr Schaden. Auch das kommt mir sehr entgegen. Kurz überlegen, wo soll ich jetzt zuerst hin? Hier ist es sehr offen, das Gebiet noch gerade. Ich glaube, ich gehe zuerst schlafen. Gehen wir hier rein und bereiten uns hier auf die kommende Falle vor. Wobei, jetzt bin ich gerade unsicher. Habe ich den Hinweis schon? Ja, ich habe den Hinweis schon. Gut. Denn ich spiele ja immer mehrmals. Ich bin immer unsicher, ob ich dann schon das habe, was ich brauche, oder ob das erst kommt. Wenn wir hierher gehen und dieses Ding an uns nehmen, lösen wir eine Falle aus. Das heißt, wir nehmen es jetzt und rennen zurück. Rennen, 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 rennen. Bis hierher. Hier sind wir in Sicherheit und können von hier aus kämpfen. Denn hier können sie uns nur von einer Seite angreifen. Wir sind gedeckt. Hier durch einen Baum. Macht das Ganze sehr viel einfacher. Komm, schmeißen wir noch Feuer entgegen. Das kostet weniger Magie und das habt ihr auch nicht so gerne. Wir müssen jetzt noch mitbekommen. Wäre doch gar nicht nötig. Mit euch wollte ich eigentlich noch nichts zu tun haben. Aber Feuer ist auch hier von Vorteil. Och, ein Gegner hat's hier, das hört nicht mehr auf. Nehmen wir die Pfeile an uns. Ich glaube, langsam wird's gefährlich. Gehen wir durchs Tor. Das Schöne ist, weil ich jetzt direkt vor dem Portal stehe, können sie selber nicht durch. Und so kann ich mich auch sicher zurückziehen.
und da bekommt er einen Pfeil ins Knie. Der Schuss hat richtig gut gesessen. Er ist mit der Munition ausgegangen. So. Jetzt müsste hier Ruhe herrschen. Bekomme ich alle Pfeile wieder? Ich vermisse zwei Pfeile. Das wäre nicht schön. Muss ich gleich nochmal suchen. Ach, da hinten ist nochmal einer. Dann hast du vermutlich die zwei fehlenden Pfeile bei dir. Na. Toll, dass ich das ausführen kann. Da fehlt es mir noch an Energie. So, jetzt haben wir fünf Pfeile. Können wir dem hier lauschen? Die Herrschaften machen sich mehr Sorgen darum, wer hier rein könnte, anstatt sich Sorgen darum zu machen, wer das Gebiet verlassen könnte. Jetzt gehen wir schnell zum nächsten Geheimnis. Hier steht eine lang verlorene Schatzkiste. Wird durch vier gefallene Geister bewacht. Das sind diese vier hier. Das heißt, hier könnte es eine Box haben. Und dem ist auch so. Darin befindet sich dieser Stein der Wiederaufladung. Das bedeutet, genauer gesagt, magische Waffen könnte ich jetzt mit dem wieder auffrischen. Und gleichzeitig bekomme ich noch ein Schild, das mir mehr Energie geben würde. Ausweichchance erhöht und die Energie plus 5. Lohnt sich also bei ihm. Nehmen wir auch gerne und dankend mit. Dann wechseln wir wieder auf die richtigen Waffen. Nehmen den Pilz hier noch an uns. Und jetzt nochmal einen. Und jetzt kurz überlegen. Ich glaube, hier muss ich nein, hier muss ich nicht ins Wasser. Ich könnte mir verschiedene Sachen hier holen. Aber ich glaube, die Leiter ist zu weit weg. Oder ich mag mich jetzt gar nicht. Spontan habe ich jetzt gerade ein Orientierungsproblem. Doch hier hinten gibt es was. Und jetzt möglichst schnell weiterschwimmen. Denn hier ist die Druckplatte. Die merke ich mir kurz. Ich müsste aber jetzt voran an die frische Luft. So. Es reicht noch. Kurz Luft holen. Hier müssten es eigentlich wieder Gegner haben. Wo sind sie denn? Ich würde kurz... Nein! Das war jetzt selten dämlich. Oh. Ich hoffe, ich finde ihn wieder. Ja, da ist er. Ich wollte eigentlich die Druckplatte auslösen. Muss kurz wieder Luft holen. Denn da wird es eigentlich weitergehen. Das heißt, hierher. Wir nehmen einen Stein an uns. Und lassen ihn einfach fallen. Damit ist hier jetzt der Durchgang frei. Und wir können uns an den Sachen hier erfreuen. Ach stimmt, das ist ja normalerweise in seiner Hand. Ich war erstaunt, dass er eine Hand frei hat. Die Manrete brauchen wir nicht mehr. Können wir hier zurücklassen. Hätten wir das Geheimnis auch gelöst. Und dann würde es noch kurz überlegen. Ich glaube, das, da war ich schon drin. Genau, das ist der Durchgang. Das habe ich euch schon gezeigt. Dann wäre eigentlich noch die besagten zwei Steine, habe ich auch schon erklärt. Essen wir kurz was. Vielleicht fällt uns dann wieder ein, wo wir eigentlich waren. Ja, richtig. Kämpfen wir uns hier weiter den Weg frei. Nein, daneben. Das war
Ganz schlecht geschossen. Einfach den Pfeil nicht vergessen, unbedingt später einsammeln. Die Herrschaften würde ich jetzt gerade zu Beginn möglichst aus dem Fernkampf versuchen zu besiegen. Der Grund ist simpel und wird sich gleich offenbaren. Falls ich es schaffen sollte, nie getroffen von ihnen zu werden, dann erkläre ich es halt nachträglich, was die genau für eine Fähigkeit haben. Jetzt hast du Hunger, dann isst doch du doch gleich mal das hier. Dann ist der Hunger schon wieder weg. Frosch in der Reihen, wie lecker. Haben wir den Pfeil schon bekommen? Da ist er. Nehmen wir den hier noch zur Brust. Na? Nee, das ist schon zu nah. Wie reagieren sie eigentlich auf Feuer? Elegant ausgewichen. Nee, nicht wirklich. Ich habe was verloren. Das war nicht so elegant. Jetzt passiert nämlich Folgendes. Jetzt kann ich sie erklären. Mit seiner Zunge schaffte er es, Gegenstände mir zu entziehen. Das heißt, sprich Waffen und Ausrüstung. Jetzt hat er mir das Schild gerade entzogen gehabt. Und das kann durchaus spannend werden, weil ihr dann plötzlich waffenlos gegen ihn kämpft. Mit dem Magier ist das nicht so schlimm, glücklicherweise. Aber so als Nahkämpfer kann das zum Problem werden. Ja, mich kurz orientieren, dass ich wirklich nichts verpasse. Jawohl. Sieht alles gut aus. Hier würden wir gleich hingehen. Allerdings muss ich zuerst noch andere Details lösen. Wir gehen jetzt hier nach unten, holen uns dieses Kraut. Hier hinten gibt es leider keinen Durchgang. Also hier kommt hier nicht wirklich weiter. Ich muss nur schnell schauen, wo ich Luft bekomme. Ja, hier. Bevor mir die Luft komplett ausgeht. Schnell erholen. Und gleich wieder rein. Denn eigentlich müsste hier um die Ecke... Ist es hier? Irgendwo hat es eine Box. Ich verliere hier im Wasser aber oft die Orientierung. Ich glaube, die Box ist, wenn ich hierher gehe. Das heißt, wir versuchen es kurz. Zumindest ist hier mal das Kraut. Ah, und jetzt hat es sich überladen. Das ist ein schlechter Moment hier unten. Ich glaube, ich habe mich selber in die Beduinen gebracht. Es reicht noch. Es ist jetzt von der Tageszeit her nicht ideal, hier im Halbdunkeln herumzuschleichen. Also hier unten hat es irgendwo, ich weiß jetzt leider gerade nicht, wo das war, eine Box. Hier zumindest ist der Dietrich. Immerhin den Teil habe ich schon mal gefunden. Komm, stirb nicht. Schau nicht ins Licht. Wieder schlafen. Ach, danke, es ist wieder Tag. Wir sehen wieder etwas. Das heißt, nehmen wir das an uns. Und wo ist jetzt die... Also irgendwo... Ich bin jetzt wirklich... Leider gerade... Ah, da ist sie. Und nach oben, nach oben, nach oben. Raus hier. So, jetzt können wir sie anschauen. Das heißt, du bekommst den Dietrich, du kannst das hier genau anschauen. Hier gibt es Giftbomben, ein Pfeil, den wir gerne mit uns nehmen, ein Schuh, der uns wenig nützen wird. Das heißt, wir tauschen jetzt das hier noch aus gegen Gift, essen hier kurz was. So. Und würden die Holzkiste auch gleich zurücklassen. Als Orientierung, das war hier hinten. Das heißt, das kleine Geheimnis hätten wir auch gelöst. Wird ja nicht als Geheimnis gewertet.
Aber vielleicht wollt ihr auch alle Gegenstände einsammeln, die ihr könnt. Kurz überlegen, wo muss ich hin? Ich könnte euch noch das hier zeigen. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Jawohl, ist es. Und zwar hatte ich es ja davon, dass die Gebiete miteinander verbunden sind, man nicht unbedingt dieses Rätsel lösen muss. Und das kann ich euch jetzt hier zeigen. Hier gibt es den direkten Durchgang, falls ihr das wollt. Und nicht unbedingt Lust habt, einen Stein zu schmeißen auf die Druckplatte, könntet ihr hier einfach durchrennen. Und würdet dann von der Seite in das Gebiet eindringen können. Jetzt noch ein weiteres Geheimnis hier. Ich befinde mich jetzt an der Ecke hier und würde mich nach unten fallen lassen. Dann komme ich an dieses Schild, das mir sagt, da unten sei was. Und wenn das schon mir so erklärt wird, würde es mich natürlich auch interessieren. Das heißt, hier haben wir nochmal so ein Aufladeding und eine weitere Fackel. Von denen habe ich ja genug, die kann ich gleich zurücklassen. Dafür bekomme ich hier gleich wieder den Dietrich nachgereicht. Und wenn wir schon bei dir sind, ist mir doch auch noch kurz was. Ach, ihr seid oben. Ich dachte jetzt gerade, seit wann hat es hier denn etwas? Das heißt, jetzt sind wir schon fast überall durch. Noch ein... Es ist ja Tag geworden, das heißt, es respawnt. Soll ich die jetzt nochmal töten? Ja, jetzt muss ich fast. Denn jetzt habe ich ja schon Pfeile eingesetzt. So, komm, weg mit dir. Und da hat er mir den Bogen entzogen. Einfach wichtig, wenn ihr sie bekämpft habt, denkt daran, die Waffen auch wieder einzusammeln. Die werden nicht automatisch eingesammelt. Das heißt, es wäre ja schade, ihr würdet hier was zurücklassen. Vor allem wäre es gar nicht nötig. Ich glaube, ich komme durch. Sehr schön. Gehen wir hierher und schlafen kurz. Erfrischen wir uns, bevor es weitergeht. Das heißt, das Gebiet hier hinten habe ich größtenteils abgeschlossen. Und wir würden uns jetzt in die Ecke aufmachen. Wobei... nein, machen wir nicht. Machen wir gleich. Ein kleines Detail verpasst. Was ich noch zeigen wollte. Nämlich, ihr könnt auch logischerweise auf die Gegenseite gelangen. Muss nur schauen, dass ich den richtigen Weg erwische. Das heißt, hier nach oben, hier rüber. Denn auch da gibt es noch Geheimnisse zu lösen. Nein! Warum denn? Wo bist du hin? So. Machen wir es einfach mal kurz so. Jetzt hat er doch die Waffe erwischt. So, gib sie mir bitte wieder. Wir brauchen das. Hier gibt es Lederstiefel. Die kann ich jetzt gerade nicht gebrauchen. Das heißt, ich lasse sie liegen. Und kommen wir zu diesem Rätsel hier. Reflexus. Das ist eigentlich relativ einfach zu lösen. Ich muss nur ganz kurz zwischenspeichern. Und zwar geht es darum, alle Hebel nach unten zu drücken. Das heißt... die müssten alle in die gleiche Richtung zeigen. Das heißt nichts anderes, als dass wir hier die drücken, die schon nach oben waren. Das war mal Teil 1. Hier ist es dasselbe. Jetzt ist der oben. Jetzt habe ich gerade falsch gedrückt. Das war nicht ganz so gedacht. Muss ich es nochmal machen. Eigentlich wäre es nur hier hinten. Wenn beide hier nach oben zeigen... drückt den linken. Dann löst ihr den Mechanismus aus und könnt den Stein hier an euch nehmen. Gleichzeitig wird hier später, wenn ihr den Schlüssel habt, wieder einen Durchgang geben.
zum Hub, zum Portal-Ding. Eigentlich müsste hier noch was liegen. Genau. Wollte gerade sagen, hier müsste eigentlich noch was liegen. Und nicht nur hier, ich glaube auch noch. Ist immer gar nicht so einfach, hier die Orientierung wirklich zu behalten. Ich habe noch irgendwas vergessen, ich weiß nur nicht was. Ach ja, hier steht einfach, die Schlangenwesen sind erwacht, aber das ist nicht das, was ich wollte. Irgendwas habe ich vergessen, aber es kann nicht so wichtig sein. Ansonsten zeige ich es dann in der nächsten Episode. Wir würden jetzt hier hinten noch weitermachen, damit sind wir auch schon bald durch. An dem Teil, was ich in der Episode zeigen wollte. Zuerst möchte ich nämlich das Inventar noch ein bisschen entleeren. Hier kämpfen wir uns wieder durch die Büsche. Damit kommen wir nämlich hier nach unten. Das können wir gleich machen. Soll ich dich noch ignorieren? Ich ignoriere dich noch. Hier hinten gibt es nämlich an dem Ecke, also hier in dieser Ecke, einen Dolch. Okay, ich ignoriere dich nicht, weil du ignorierst mich offensichtlich auch nicht. Einen Dolch, der aber Konzentration benötigt, die ich nicht habe, mit dem Charakter, was interessant wäre. Ich könnte jetzt das meinem Magier geben, falls ihm mal das Mana ausgeht. Ja komm, machen wir. Das heißt, wir nehmen das dir weg und geben das dir. Bei ihm jetzt würde die Waffe funktionieren. Und ich könnte ja sogar später die Ladungen wieder aufladen mit diesem Kristall. Das heißt also, es ergänzt sich perfekt gerade bei ihm. Jetzt muss ich mich wieder kurz orientieren. Jawohl. Später würden wir hier an dieser Stelle weitermachen. Das wird dann aber wohl eher die nächste Episode betreffen. Hier möchte ich eigentlich nur noch kurz den Teil der Karte aufdecken, wo ich noch nicht war. Ja, sehr schön. Und dann jawohl. Hier in das Gebäude gelangen. Und die Architektur kennen wir ja. Das heißt, hier gilt es wieder dasselbe zu machen. Wir hinterlassen einfach die Steine, die wir schon gesammelt haben. Das wären im Moment 3 Stück. Der vierte fehlt noch. Der ist aber nicht weit. Bevor ich ihn mir jedoch hole, muss ich noch kurz wieder die Karte konsultieren. Habe ich wirklich alles gemacht? Ich glaube ja. Sollte eigentlich alles gemacht haben. Das heißt, als letztes gehen wir hier noch nach hinten. Hier hat es, glaube ich, noch einen Stein, der uns auf einen späteren Rätsel verweist. Er sei das rechte Auge und er hätte von hier aus gesehen, wo der Meteor heruntergefallen ist. Darum kümmern wir uns aber jetzt noch nicht. Wir nehmen stattdessen das Schild hier an uns, wechseln das gleich aus. Nur als Erwähnung, das hat 4 Ausweichen und das hat 2 Ausweichen. Vom Gewicht her sind beide gleich schwer. Das heißt also, es wird sich lohnen, das auszuwechseln. Und schließlich würden wir hierher gelangen. Hier ist ein Abgang zu einer Instanz und die Instanz würde ich dann das nächste Mal besuchen. Für dieses Mal soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen und vielleicht auf die nächste Episode wieder.